Wäre es nicht fein, wenn man mit dem Hund einfach so an der Leine durch die Landschaft spazieren kann, ohne ziehen, ohne zerren, ohne dauerndes Stehenbleiben? Dann reden wir mal über Leinentraining. Fürs Leinentraining gibt es ja die verschiedensten Methoden. Manche wirken mehr, andere wieder weniger, wie zum Beispiel die alteingesessene Methode, über Strafe zu arbeiten, also über den Leinenruck, die ja nicht nur Nebenwirkungen hat, sondern auch nicht funktioniert, weil sonst müsste der Hund nach dem dritten Leinenruck spätestens an lockerer Leine laufen und das tun sie normalerweise nicht. Es gibt auch andere Ansätze wie Stop and Go, das heißt jedes Mal, wenn der Hund zieht, bleibst du sofort stehen und wartest, bis die Leine locker ist. Meistens hat der Mensch weniger Geduld als der Hund, das heißt, man wartet ein bisschen, dann wird es einem innerlich zu blöd und man geht einfach von sich aus weiter und der Hund lernt dabei nur ziehen, warten, ziehen, warten, ziehen, warten. Bringt also auch nicht so viel. Eine andere Variante davon ist der Richtungswechsel, das heißt, du bleibst stehen, wenn der Hund zieht, schlägst einen Haken, damit die Leine locker wird und gehst dann, weil du ja in eine bestimmte Richtung willst, dort wieder weiter und meistens zieht der Hund nach ein paar Schritten schon wieder. Warum das so ist, habe ich in einem Blogartikel neulich behandelt. Da unten gibt es gleich den Link, den kannst du dort nachlesen. Was ich euch heute ans Herz legen möchte, ist eine Methode des Leinentrainings, wie ich sie aufbaue, in 3 Schritten, mit denen der Hund sehr rasch und sehr einfach lernt, von sich aus die Leine locker zu lassen. Das heißt, der Hund macht die Arbeit. Und wie die 3 Schritte aussehen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Der erste Schritt ist etwas besonders Wichtiges, was man aber meistens vergisst, nämlich den Hund, der von sich aus eh gerade an lockerer Leine geht, dafür auch zu belohnen oder zu loben und ihm zu sagen, ja genau das hätten wir gerne. Im Normalfall geht er ja gerade dann leer aus, da kümmert sich keiner um ihn, solange alles in Ordnung ist. Erst wenn er zieht, schenken ihm wieder Aufmerksamkeit. Also Schritt Nummer 1, lobe oder belohne deinen Hund dafür, dass die Leine gerade locker ist. Und das schaut dann so aus. Komm, Maroni. Gut, das ist gut. Sehr fein. Gut. Gut. Gut so. Sehr fein. Super. Am Anfang machst du das alle paar Schritte, so wie ich es jetzt gezeigt habe, und dann hast du schnell einen Hund, der gar nicht mehr von deiner Seite weichen will. Also kannst du dann die Abstände größer machen. Das heißt, die Zahl der Schritte, die du inzwischen durchgehst, kann mehr werden, kann länger werden, bis du dann eines Tages nur noch so alle 15 Minuten oder so mal sagst, guter Hund, die Leine ist noch immer locker. Das war Schritt Nummer 1. Im zweiten Schritt geht es darum, die Aufmerksamkeit des Hundes wieder zu mir zurückzuholen, wenn da irgendwas Ablenkendes ist oder er irgendwo in eine Richtung hinziehen würde, und zwar bevor er noch zieht. Im Idealfall jedenfalls. Das heißt, du gehst mit dem Hund an lockerer Leine, du merkst, da ist irgendwas am Wegesrand. Ich habe jetzt dann ein Spielzeug hingelegt als Beispiel. Du siehst, dein Hund interessiert sich dafür und dann gibst du ihm noch, bevor er überhaupt zieht, ein Aufmerksamkeitssignal, das so viel heißt wie: Du hast das da vorne gesehen, aber jetzt bitte sofort wieder deine Aufmerksamkeit zu mir zurück, langsam machen, die Leine locker lassen und wir gehen dran vorbei. Und das schauen wir uns jetzt gleich auch mal an. Ihr seht also, jedes Mal, wenn so ein Blick hinkommt und es gibt das Aufmerksamkeitssignal von mir, das ist so ein Küsschengeräusch für so ein, muss ich belohnen, dann dreht sie sofort ab und kommt wieder zu mir zurück. Wenn ihr wissen möchtet, wie man so ein Aufmerksamkeitssignal aufbaut, dann schaut doch mal die erste Folge von Denktier TV an, da gibt es das genau erklärt. Was aber, wenn der Hund trotzdem mal zieht? Das zeige ich euch jetzt auch bei Schritt 3. Da geht es darum, dass der Hund einfach gar keinen Erfolg hat mit dem Ziehen. Das heißt, er zieht vielleicht, aber du hältst einfach die Leine fest, und zwar ab dem Moment, wo die Leine nicht mehr locker durchhängt, sondern so ein bisschen Spannung drauf ist. Das ist schon Ziehen.
Da stehst du sofort, das heißt, deine Füße stehen, dein Ellbogen bleibt an deiner Seite und du hältst einfach die Leine fest, bis der Hund kapiert, ah, ich komme da nicht hin. Dann dreht er sich sowieso von sich aus schon um und dann kannst du ihn wieder loben oder das Aufmerksamkeitssignal geben und an lockerer Leine mit ihm weitergehen oder vorbeigehen, was immer da war. Und auch das zeigen wir euch jetzt gleich. Komm da noch nicht. Man hat jetzt schön gesehen, jedes Mal, wenn Maroni irgendwie hinzieht zu dem Spielzeug, ein bisschen Spannung drauf kommt, dreht sie dann auch sofort um. Das ist auch das Ziel für dieses Leinentraining. Der Hund soll die Arbeit machen und die Leine locker lassen. Das heißt, der Hund soll wissen, wenn da ein bisschen Spannung auftaucht, dann geht es sowieso nicht weiter. Und meine Erfolgsstrategie für den Fall ist, dass die Leine dann locker bleibt und ich zu meinem Menschen gehe. Das heißt, der Hund lernt von sich aus, die Leine locker zu lassen. Vorausgesetzt, du bist konsequent und du ziehst auch selber nicht an der Leine. Aber der Hund hat genau diese drei Schritte ganz schnell verinnerlicht und verstanden. Und dann ist das Leinentraining eigentlich schon fertig. Ein bisschen Üben braucht es natürlich, auch mit Ablenkungen. Wenn du das möchtest, schau dir doch mal meine Online-Leinenkurse an. Die sind genau dafür gedacht. Bleibt jetzt nur noch die Frage, ist das Leinentraining wirklich so wichtig? Also sagen wir mal, wenn du einen kleineren Hund hast, den du eh leicht halten kannst, warum soll man sich denn da so ablagen mit konsequent sein und üben und immer darauf achten, dass die Leine locker ist? Dafür gibt es gute Gründe, und zwar genau drei in meinen Augen. Erstens mal einen ganz praktischen. Es ist nicht rasend angenehm, immer mal wieder mit einem Hund an der Leine unterwegs zu sein, der zieht und zerrt und sich reinstemmt und dorthin will, wenn du dahin möchtest. Ja. Der zweite Grund ist mir wichtiger schon. Das ist die Gelassenheit des Hundes und ehrlich gestanden auch die des Menschen. Denn in dem Moment, wo der Hund zieht, hat er Spannung im Körper und stemmt sich da dagegen und spürt einen Widerstand und wird damit weniger gelassen. Ein Hund, der locker an der Leine ist, ist auch emotional an sich locker drauf und geht dann auch lockerer mit schwierigeren Situationen um, wenn dann ein anderer Hund kommt oder irgendwas besonders Aufregendes passiert. Und du merkst es an dir selber doch auch. Je mehr der Hund zieht, desto nerviger ist es, desto gereizter reagierst du auf den Hund, weil es dir ganz genauso geht wie deinem Hund. Die Spannung an der Leine ist was Ekelhaftes, was sich auf die Emotion, auf die Stimmung überträgt. Und das können wir wirklich nicht brauchen. Nicht für deinen Hund und auch nicht für dich. Mein dritter Grund ist, dass die Leine in Wirklichkeit sehr viel aussagt über die Beziehung, die du mit deinem Hund hast. Es ist also nicht bloß eine Übung, sondern es ist eine der Grundlagen, wie ihr euch denn miteinander durchs Leben bewegt, welche Art der Beziehung ihr habt. Ist das eine feine Verbindung, wo eine leichte Kommunikation ausreicht, um miteinander zu gehen und die Leine ist nur noch zufällig eben auch dran als letzte Sicherung oder weil es vorgeschrieben ist? Oder ist es ein Kommunikationsloch, wo nichts passiert, weil eh die Leine da ist und den Hund festhält? Oder ist es gar so ein Kräftemessen, wer kann stärker ziehen, wer setzt sich durch, was eine ziemlich unangenehme Form der Beziehung ist. Ich bin sicher, wenn du dir dieses Video jetzt gerade anschaust, gehörst du zu denen, denen eine feine Verbindung zum Hund wichtig ist, die gerne eine harmonische, gute Beziehung mit ihrem Hund haben, bei allen Regeln, die das braucht. Und deswegen glaube ich auch, dass du einiges an Zeit und eigener Konsequenz und Geduld investieren wirst ins Leinentraining, wenn du es nicht schon längst gemacht hast und dein Hund sowieso an lockerer Leine mit dir in guter, feiner Verbindung durchs Leben geht. Viel Spaß weiterhin an der Leine miteinander. Bis bald!